Das mit dem Schlüssel ist schon nicht leicht. Mit dem Spanten muss es ja auch sein. Das hat er extra gemacht. We'll be right back.
Wie versprochen, wollen wir zur Preisverleihung irgendwo schreiten. Wir müssen sagen, wir haben ein bisschen mit unseren Traditionen gebrochen. All die Weile, es sind so drei schöne Preise, dass ich sage, eine Klassifizierung lässt sich da nicht irgendwo machen. Wir müssen einfach sagen, okay, es gibt drei Preise, die sind alle gleichwertig und wir konnten uns auch nicht so richtig entscheiden. Und ja, das hätte ich natürlich nicht ausgelassen, lieber Thomas. Aber wir müssen uns für die Preise ganz herzlich bedanken bei der Silvia. Lass ihm noch mal ein bisschen Zeit, ja. Nein, bei der Silvia Gottlieber. Die tatsächlich wunderbare Preise aus Keramik gefertigt hat. Kommt mal bitte ran und guckt euch die Preise an. Also es ist diesmal tatsächlich eine herausragende Sache. Ja, aus der Keramik, Hütte Gottlieber, aus Naundorf, ja, wir können tatsächlich auch mal ein paar Preise präsentieren, die wirklich einzigartig und schön sind. Sag mal. Also, als allererstes möchte ich den Bernd Oberländer nach vorne bitten. Hi, Bernd. Ja? Guten Tag. Und ein Riesenapplaus, PAs und Standing Ovation.
Feeling sad.